Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg unterwegs mit Peter. Ich darf euch einladen, mir zu folgen auf der bereits zweiten Etappe des Römerwegs 651. Ein tolles Projekt, wie schon der Name sagt, das sich mit der Besiedelung der Römer befasst. Und ja, ich bin schon sehr gespannt nach dieser ersten wunderbaren Etappe, die doch noch eher etwas flacher war, geht's jetzt ab in Richtung Melkeralpenvorland und da wird's dann schon ein bisschen üppiger. Und ich würde vorschlagen, ihr macht es euch bequem. Ich starte hier im kleinen Ort Baumgarten in der Nähe von Obergrafendorf und ja, bin schon sehr gespannt, was wir heute erleben werden. Also, lehnt euch zurück, ich gelaufen, viel Spaß und let's go! Ich setze diese Etappe offiziell dort fort, wo ich die letzte beendet habe, nämlich in der kleinen Ansiedlung namens Baumgarten. Diese meine Etappe beginnt gleich mit einem schönen Trail durch den Hochholzer Wald. Vorbei am Kopf des Geratsgrabens erreiche ich schließlich den südlichen Waldrand. Ich blicke über einen Graben bei Edlitz auf die Wälder der Hinterleiten und erkenne im Dunst des Morgens schon die ersten Erhebungen der Voralpen. Am südwestlichen Ende des Hochholzes bietet sich mir ein wunderschöner Blick über das schöne üppige Ackerland und erkenne einige Orte meiner vorherigen Tour wieder. Der Blick reicht von den schönen Voralpen im Südwesten bis hin zum Grenzland der Wachau im Norden. Ich erreiche meine erste Ortschaft entlang meiner Etappe, nämlich Bischofsstetten. Bei der Pfarrkirche neben dem Gemeindeamt entdecke ich schließlich wieder einen römischen Meilenstein meines Themenweges. Dieser beleuchtet die Geschichte des Römerwegs und wurde zu dessen 40. Jahrestag aufgestellt. Die Krumpe, so nannte man jenen Zug entlang der Strecke Obergrafendorf über Wieselburg bis nach Kresten. Wie so viele lokale Strecken wurde auch diese Linie leider eingestellt. Ich lasse nun Bischofsstetten hinter mir und laufe südlich hinauf auf die Erhebung der Steinleiten. Dort warten gleich zwei weitere Meilensteine auf mich. Einer mit dem Titel Im Wein liegt die Wahrheit, wo es um die Wein- und Mooskultur geht, und einer mit dem Titel Ein Freund ist mein zweites Ich, welcher das soziale Leben der Römer beleuchtet. Sehr schön anzusehen ist auch der angelegte Waldlehrpfad der Steinleiten. Thank you.
Auf den Höhen der Steinleiten steht ein schönes Informationshäuschen, der wohl den Gipfel des Waldlehrpfads darstellt. Die in den Norden abfallende Wiese gibt mir einen wundervollen Blick auf markante Berge dieser Voralpengegend, wie zum Beispiel den Muckenkogel oder den Kaiserkogel. Das Highlight dieser Etappe ist dann die Andachtsstätte am Hammesberg. Ein schöner Spruch an der Anschlagstafel von Direktor Friedrich Tiefenbacher ziert diesen wunderschönen markanten Aussichtspunkt. Nach diesen tollen Eindrücken erreiche ich schließlich den nächsten großen Ort entlang des Römerwegs, nämlich Kilb. Das Gemeindegebiet umfasst 44 Ortschaften, Kilb selbst liegt im Hügelland des Alpenvorlandes. Die römisch-katholische Pfarrkirche Kilb im niederösterreichischen Bezirk Melk ist den Heiligen Simon und Judas geweiht. Die Pfarre Kilb ist im Stift Göttweig inkorporiert und gehört somit zum Dekanat Melk in der Diözese St. Pölten. Die Kirche selbst und die teils noch erhaltene Kirchenhofmauer stehen unter Denkmalschutz. Nun geht es erneut weiter in den Süden. Zunächst hinauf auf den westlichen Ausläufer der Steinleiten, hinein in das schöne ruhige Tal von Grünsbach. Vor dem kleinen verträumten Ort Dörfel betrachte ich nun meinen letzten Aufstieg an diesem Tag. Schließlich erreiche ich mit der Mühlenbergkapelle mein offizielles Ende dieser Etappe, ehe ich nach Rabenstein an der Pilach hinunterlaufe. Bereits vor 6 Jahren war ich hier vor der Kapelle gestanden, als ich entlang des Voralpenwegs 04 gewandert bin. Diese Etappe hält, was sie verspricht. Schöne und ruhige Wälder, prachtvolle Wiesen, wundervolle Erhebungen des Alpenvorlandes mit sagenhafter Aussicht in alle Himmelsrichtungen. Die Charakteristik hat sich nun etwas geändert. War die erste Etappe noch durchwegs über üppiges Ackerland, so wird es nun deutlich hügeliger und es geht auch höher hinaus. Die Andachtsstelle am Hammesberg ist hier so etwas wie der Vorhof zu den Voralpen und das Kreuz taucht auch in den Lavanderprospekten als Leitmotiv auf.
Mit Bischofstetten und Kilb warten zwei große Ortschaften, wo es sich auch lohnt, einmal einzukehren. Auf die nächste Etappe freue ich mich schon ganz besonders, da sie großteils entlang der Strecke des Voralpenwegs verläuft. Ich kann es kaum erwarten, dort wieder unterwegs zu sein. Und ihr? Seid ihr dabei? So, meine Lieben, ich sitze mittlerweile wieder in der Himmelstreppe. Ich fahre wieder Richtung St. Pölten. Was war das für eine zweite Etappe? Ich konnte leider dort kein Schlusswort machen. Ich habe schon eilig gehabt zum Schienenersatzverkehr. Aber ja, ihr habt die Bilder gesehen. Es war großartig. Ich weiß schon, warum ich die Voralpen so gern habe. Ja, ihr seht es auch nach draußen. Landschaftlich hat die Gegend einfach viel zu bieten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns auch bei der dritten Etappe wieder, wenn es dann weitergeht am Römerweg 651. Also, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und ciao!